Du möchtest auf die schnellste Art und Weise ein großes Vermögen aufbauen und hast aber vielleicht gar nicht so viel Startkapital, ja dann machen doch Turbozertifikate, Hebelzertifikate, CFDs mit riesigen Hebeln Sinn. Ob das wirklich so ist und was du dabei beachten solltest, mehr dazu in meinem heutigen Video. Immer wieder greife ich gerne Fragen und Kommentare auf, die ihr bei YouTube hinterlassen habt. Und eine Frage war, wann sollte man eigentlich mit Hebelprodukten handeln? Und welche Hebelprodukte bieten sich denn überhaupt an? Und das ist eine spannende Frage, denn am Ende des Tages muss man natürlich darauf achten, wieso, weshalb, warum macht es eigentlich Sinn, Hebelprodukte zu verwenden oder ist es eher kontraproduktiv? Und kann man damit reich werden? Ja, ein kleines Beispiel. Als ich angefangen habe zu traden, da habe ich keine Hebelprodukte benutzt und habe es trotzdem geschafft, mein Vermögen innerhalb von 5 Jahren aus damals 5.000 Mark 1996 bis zum Jahr 2000 auf über 1 Million Trading-Gewinn nach oben zu bringen. Das Spannende, ich habe erst darüber nachgedacht, Hebelprodukte zu verwenden, nachdem ich meine 1. Million an der Börse gemacht habe. Die meisten Trader aber wollen Hebelprodukte verwenden, bevor sie anfangen, ja, wirklich kontinuierlich große Gewinne einzufahren. Und hier liegt auch das Problem. Denn wenn ihr anfangt zu handeln, dann habt ihr meistens noch nicht so viel Erfahrung und wisst nicht wirklich genau, kann ich langfristig positiven Ertrag erzielen. Und wenn ihr jetzt einen Hebel nutzt von beispielsweise 10, also ihr habt 10.000 Euro und bewegt 100.000 Euro, dann kann das dazu führen, dass ihr sehr, sehr schnell mit eurem Konto nach vorne kommt. Aber das Ganze geht eben auch in die umgekehrte Richtung. Und das darf man am Ende des Tages eben nicht vergessen, schon gar nicht, wenn man am Anfang steht. Darüber hinaus ist es extremst wichtig, welche Produkte handle ich denn überhaupt? Denn grundsätzlich lässt sich sagen, es gibt unfassbar viele Produkte, die die Emittenten auf den Markt werfen. Die meisten davon sind aber für Privatanleger eigentlich gar nicht geeignet, weil sie gar nicht genau wissen, welche Systematik steckt denn eigentlich hinter diesem Turbo-Zertifikat oder diesem Optionsschein. Und deswegen Finger weg von solchen Produkten. Besser ist es da tatsächlich auf CFDs zurückzugreifen, die dann tatsächlich, zumindest was die Kurse angeht, dann denen entsprechen, die auch an der Börse tatsächlich gehandelt werden, wie bei Aktien. Denn wenn ihr dort einen Hebel von 10 habt, nun ja, dann könnt ihr zumindest erstmal sicher sein, dass die Kurse identisch sind. Aber darauf müsst ihr unbedingt achten, dass wirklich die Kurse des CFDs auch wirklich identisch sind mit denen an der Börse. Wie gesagt, bei Zertifikaten, da solltet ihr immer sehr, sehr genau hinschauen, euch wirklich auskennen mit diesen Produkten. Ähnlich ist es eben auch mit Optionsscheinen. Denn ich hatte vorher gesagt, als ich angefangen habe, tatsächlich mit Hebelzertifikaten oder Optionsscheinen zu handeln, da hatte ich schon meine 1. Million an der Börse verdient. Das heißt, ich habe gedacht, ich weiß, wie Börse denn funktioniert. Denn immerhin hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 5.000 Trades gemacht und habe gesagt, okay, die Börsen sind immer gut gestiegen. Ich weiß also, wie das System dahinter funktioniert. Und dann habe ich ein Konto aufgemacht bei einer großen Bank, die eben sehr stark auch im Optionsscheinhandel war, habe dort 100.000 Euro damals eingezahlt und das ging auch bei den ersten 2, 3 Trades sehr gut. Und dann, naja, ihr ahnt es schon, dann kam ein Trade, der nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe und der Emittent hat plötzlich keine Kurse mehr gestellt. Und das ist so ein bisschen die Problematik bei diesen Hebelzertifikaten oder auch Optionsscheinen, dass das ihr im Prinzip in einer Abhängigkeit seid vom Emittenten. Es geht also nicht nur darum, wie wird der Kurs an der Börse gehandelt. Nein, es kommt auch noch darauf an, wie der Emittent die Kurse stellt. Er hat im Prinzip immer den Blick auf alle Karten. Das ist nichts anderes, als wenn ihr ein Kartenspiel habt und legt die Karten auf den Tisch. Er muss es nicht machen, der Emittent, aber ihr. Und deswegen ist es so unfassbar schwer, eben mit solchen Produkten langfristig Gewinne zu machen. Also zusammengefasst, Turbozertifikate und sonstige Dinge kann man positiv für sich nutzen. Die meisten schaffen es allerdings nicht und deswegen würde ich hier eher vorsichtig sein.
Ich habe euch aber auch ein praktisches Beispiel mitgebracht, um euch einfach mal zu zeigen, wieso, weshalb, warum natürlich manchmal auch solche ja, Hebelprodukte am Ende des Tages Sinn ergeben. Und ich nehme euch einfach mal mit auf meinen Rechner. Ich habe diese Aktie auch schon im Wochenausblick angesprochen gehabt, die Adidas-Aktie. Wir haben sie hier am 4. Oktober bei uns auf die Watchliste genommen, nachdem die Aktie sehr schwach in den Wochen davor gewesen ist. Die Aktie kommt von 300. So, und wir haben dann gesagt, okay, als sie bei 120 war, ja, die Aktie hat zwar schon stark verloren, immerhin schon 60% und mehr, aber wir gehen davon aus, dass die Aktie weiter fallen wird. Und dann haben wir uns entschlossen, okay, wir gehen hier einen Short ein in dieser Aktie und haben dann, wenn wir uns das anschauen, hier in den letzten zwei Wochen wirklich auch einiges an Gewinnen mitnehmen können. Unabhängig davon, ob man jetzt im Rücklauf eingestiegen ist oder eben hier im Stundenchart auf dem Rückweg, als der Markt hier wieder nach unten gelaufen ist oder auch hier einfach am Tief. Selbst wenn man hier an dieser Stelle eingestiegen wäre, hätte man immerhin noch knapp 10% Performance in wenigen Handelstagen mitnehmen können. Hättet ihr jetzt einen entsprechenden CFD mit einem großen Hebel, 5 oder auch 10, dann am Ende des Tages ist es natürlich so, dann hätte man statt 10% 50% Gewinn gehabt oder sogar 100%. Aber eins dürft ihr nicht vergessen und das ist die emotionale Seite. Denn nachdem man hier eingestoppt wurde in den Trade, ist der Markt erst einmal gegen euch gelaufen. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Wenn man hier einsteigt und der Markt läuft hier gegen ein, ich schiebe das mal hier zur Seite, das sind 5%. Wenn ihr einen Hebel von 10 habt, bedeutet das, dass ihr mehr als 50% hinten liegt mit eurer Position. Und stellt euch die Frage, könnt ihr damit emotional umgehen? Weil das ist am Ende des Tages immer der spannende Punkt. Es nützt nichts, das Maximum an Performance herauszuholen. Das ist etwas, was ich immer und immer wieder auch erzähle in dem Bereich unserer Investmentausbildung, wo es auch darum geht, 10, 20, ja 30% Performance im Jahr machen zu können. Der Punkt ist, wie viel kann man auch auf der anderen Seite aushalten, wenn es mal gegen einläuft. Und im Trading ist es halt massivst. Wenn ihr mit großen Hebeln arbeitet, und wir haben jetzt einfach mal so einen Hebel von 5 oder von 10 genommen, dann muss man auch sagen, ja, man hätte hier 50% Performance locker machen können und mehr. Aber der Markt, wenn er gegen eingelaufen wäre, hätte eben auch 50% Minus mitgebracht. Und das ist eben am Ende die spannende Frage. Also macht es Sinn, mit solchen Hebelprodukten, Turboprodukten zu handeln? Jein. Grundsätzlich würde ich sagen, ich persönlich versuche das wirklich zu vermeiden. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich in den letzten 5 Jahren 10-mal überhaupt solche entsprechenden Produkte genutzt hätte. Ich nehme jetzt mal die Futures aus, was auch am Ende des Tages Hebelprodukte sind, aber ich habe das Geld dafür auf meinem Konto liegen. Also der Grund, warum ich diese nutze, ist ausschließlich, weil ich hier einiges an Gebühren sparen kann. Würde ich diese anderen Produkte nutzen aufgrund der Hebelwirkung? Nein, am Ende des Tages nicht, weil die Gefahr einfach viel zu groß ist, weil der Markt eben auch in die entgegengesetzte Richtung läuft. Aber am Ende muss jeder das Ganze natürlich für sich selber entscheiden. Ich versuche nur, so objektiv wie es geht, euch diese Dinge hier auf diesem Kanal darzustellen, denn ich habe kein Interesse daran, ob bestimmte Produkte verkauft werden von Banken oder auch Versicherungen oder nicht, denn ich bin komplett unabhängig und das ist etwas, was mir in den letzten 10 Jahren, seit ich eben solche Dinge auch kommuniziere, ich bin ja seit über 25 Jahren Händler, sehr, sehr wichtig sind, sehr objektiv mit dem Ganzen umzugehen und dass ihr für euch die wichtigsten Dinge rausnimmt, um euer Trading am Ende des Tages noch erfolgreicher zu machen. Und wenn du sagst, Mensch, das Thema Trading interessiert mich, ich möchte noch mehr Wissen für mich mitnehmen, vielleicht auch, wie ich News trade, nun ja, dann lade ich dich ein zu Rendite Unlimited. Hier kannst du kostenfrei mit dabei sein. Ich verlinke dir das Ganze hier auch noch einmal. Und wenn du sagst, ja, interessiert mich, dann melde dich kostenfrei an und sei dabei am Wochenende, wenn es wieder heißt, Rendite Unlimited. Hier zeige ich dir, wie du als Investor und als Trader hohe zweistellige Renditen erzielen kannst. Das war's wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Börsenwoche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.